Hallo, hallo und Happy New Year. Ja, es hat wieder ein neues Kalenderjahr angefangen. Und ich habe das Gefühl, dass es noch gar nicht so richtig was Altes beendet ist und was Neues angefangen hat, sondern dass wir gerade mittendrin sind in einem super intensiven Übergang. Ja, und wer meine Videos ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich mich noch in den heiligen Lustnächten befinde. Also die Rauhnächte als Quelle der Inspiration ausgerichtet habe für mich, noch tiefer meine Lust zu spüren. Meine Lebenslust, meine Lust auf Leben, meine Lust auf mich. Und es gab noch ein Ereignis, was mich im letzten Jahr sehr aufgewühlt und gleichzeitig noch mehr zu mir gebracht hat. Und das war die Interviewreihe mit Ivan vom YouTube-Kanal Knowledge is an Inside Job, wo ganz stark Schmerzthemen nochmal getriggert wurden und ich mich auch erinnert habe, was ja meine Zeit im Schattenkloster, wie es jetzt im Internet genannt wird, ja ganz stark mich daran erinnert hat und ganz viel Schmerz für mich auch nochmal fühlbar geworden ist. Und im Miteinander teilen und erforschen dieses Raumes sind mir so viele Lichter aufgegangen für mich im Nachgang, für die ich so dankbar bin und die möchte ich einfach teilen. Ja, meine Versöhnung mit dem Schattenkloster, meine Versöhnung mit meiner weiblichen Lust. Und mein riesen Mega-Durchbruch, den ich nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren Heilarbeit mit mir selbst, Selbsttransformation, Optimierung, Persönlichkeitsentfaltung, you name it. Ja, was für mich das größte Geschenk darin war oder der größte Durchbruch. Und das möchte ich jetzt einfach in meiner Neujahrsbotschaft mit dir teilen. Und ja, dir vielleicht eine Matrix dafür geben, eine Inspiration. Was braucht es für dich wirklich auf deinem Befreiungsweg? Ist das für dich stimmig, anderen Gurus hinterherzulaufen? Brauchst du andere Menschen? Oder in welcher Form brauchst du den Kontakt mit anderen Menschen, damit du in das hineinwachsen kannst, was du bist, ja, was dein Erfahrungswunsch ist für diese Inkarnation. Ja, ich mag mal bei dem Schattenkloster beginnen, weil die Gespräche mit Ivan, die waren echt sehr intensiv und ich hab tatsächlich damit total gehadert, dass ich so offen mich über die Missstände geäußert habe, weil ich mir so ein bisschen vorgeworfen habe, boah, wenn das jemand jetzt so ungefiltert sich das Video anschaut und nicht wirklich auf den Content vorbereitet ist, kann das retraumatisierend wirken. Und da habe ich gespürt, die Verzweiflung, die Traurigkeit, der Frust von erlebtem Missbrauch ist ja nicht das, was das Prinzip Hoffnung verkörpert. Das war meine Bewertung, ja, das war meine eigene Bewertung, was ich gedacht habe. Und gesagt, nee, ich möchte vielmehr das rausbringen und rüberbringen oder transportieren, was mir geholfen hat, aus dem ganzen Schmerz zu mir zu finden, was mein,
mein Learning ist oder ja, wie es vielleicht auch wie so eine Art Brandbeschleuniger mich diese Konfrontation zu mir gebracht hat. Ich habe einige Feedbacks bekommen, auch E-Mails, persönliche E-Mails, wo Menschen, also auf verschiedenen Ebenen kam es zu mir, dass sich Menschen total bedankt haben für die Offenheit und dass jemand mal den Mut hat, diese Missstände und was da wirklich passiert und das Umfeld auch mit ein bisschen greifbar zu machen und zu beschreiben. Und dass sich viele gefreut haben, dass ich so mutig das mit Ivan auf den Tisch gebracht habe. Und gleichzeitig war es mir vielleicht manchmal auch ein bisschen zu krass. Also so, ich dachte so, boah, die Bild-Zeitung ist ein Scheißdreck dagegen. Aber auch damit habe ich meinen Frieden gemacht, weil ich spüre, dass um wirklich alles zu integrieren, ja, diese Dualität zu meistern, also Licht und Schatten zu meistern und nicht das eine ist besser als das andere und das andere ist böse, ja, so mal aus diesem ganzen Bewertungszeug rauszugehen und vielmehr anzukommen da drin, was ist denn wirklich meine Wahrheit, wenn ich die Bewertungen weglasse. Also war auch die Videosession mit Ivan für mich ein Moment, mich in meiner Bewertung zu erfahren. Ja. Ich habe das natürlich in dem Moment auch bewertet, wenn ich mich darüber ärgere oder aufrege und sage, boah, das ist scheiße, sowas sollte nicht passieren. Aber es passiert auf dieser Erde. Und was kann man jetzt wirklich für sich machen, um das zu drehen? Diese Traumaräume nicht immer wieder zu inszenieren, sondern so endlich mal aus dem Murmeltiertag auszubrechen und ganz zu sich selber zu finden. Und dann bin ich echt nochmal so richtig tief in mich gegangen und habe mich gefragt, was habe ich denn gemacht, um mich ja, aus meiner Zeugen Jehovas Geschichte zu befreien, dann aus dem Schattenkloster, aus diesen schmerzhaften Erfahrungen und aus ganz vielen anderen. Ja, gerade in dieser spirituell-esoterischen Heilerszene habe auch ich viel Missbrauch erfahren. Ja? Dass du mit richtig großen Heilern zusammentriffst, egal ob männlich oder weiblich, die richtig geil ihre Gabe spüren. Das ist mega cool. Ja? Und damit bringen die mega was in die Welt und erinnern Menschen zurück an sich. Aber gleichzeitig habe ich gespürt, ist auch irgendwas Übergriffiges oft dabei, was mir nicht gefallen hat. Und wo ich so in meiner totalen Offenheit, manche sagen, ja, vielleicht greift man das über das System, ein Human Design Reflektor zu sein, zu verstehen, aha, ich bin einfach sehr offen, okay. Und ich habe gemerkt, viel gefällt mir da drin nicht, wie es gemacht wird. Das finde ich unsauber, unseriös, für mich nicht stimmig. Ja, auch im Schattenkloster. Klar hat mich das total ins Lernen gebracht und wirklich so dermaßen auf mich zurückgeworfen, zu spüren, dass egal, wo ich mir Heilung erhoffe, ich letztendlich immer selbst die Entscheidung treffe, mich selbst zu heilen, ein Thema zu heilen, meinen Frieden damit zu machen. Ja, Vergebung, Annahme, was auch alles dazugehört. Und es nicht zu werten, ob der Heiler, der mir diese Erkenntnis ermöglicht, liebevoll zu mir ist oder mich voll ausnutzt und missbraucht, so nach dem Motto, hey, wenn man es mit der Tabi machen kann, dann kann man es mit der Tabi machen. Und das war der Schlüssel. Das war dann tatsächlich für mich der große Schlüssel, wo ich immer tiefer getaucht bin und gefragt habe, warum kann man das mit mir machen? Warum kann man das mit dir machen? Was auch immer du mit dir machen lässt. Und da bin ich richtig rein, habe mir gedacht, okay, Universum, alles, was mir beiträgt,
das zu empfangen, zu verstehen. Und wie das so ist, ja, wenn man sich mit der Frage öffnet, zu erfahren, dann kommen die Antworten. Und dann wurde mir ein Ausschnitt, ein Screenshot von der lieben Seelenschwester gesendet, mit der Frage oder mit der Bewusstmachung, was ist meine höchste Priorität in meinem Leben? Da habe ich mir gedacht, ja, eine Welt zu erfahren, die sicher ist, die liebevoll ist, die beitragend ist. Und dann hatte ich daran geknüpft gewisse Erlöser- und Retterideen. Ja, kann man sagen, kann durch die Zeugen Jehovas Matrix entstanden sein, dass man erzählt bekommt, Jesus kommt und rettet dich, wenn du alles richtig machst. Whatever, ja, jeder hat da so sein Konstrukt, in das er hineingeboren wird. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wird, kommt mich keiner retten. Und ich habe angefangen, andere retten zu wollen aus Situationen, aus denen ich mich selbst nicht retten konnte. Und so war jahrelang meine Heilbegleitung. Ich habe immer geschaut, was brauchen die Menschen, was kann ich denen geben. Okay, los geht's. Ich habe nicht so genau hingeguckt, wie viel davon wollen die wirklich. Aber meistens war schon ein guter intrinsischer Impuls da. Okay, habe ich mit den Menschen gearbeitet. Und dann habe ich beobachtet, wie bei manchen, zack, mit einer Sitzung, wuh, Leben transformiert. Weil sie genau da zu mir gekommen sind, wo sie bereit waren, sich selbst komplett anzunehmen, sich in ihre eigene Kraft hineinzuerinnern. Eine Session, boom, Leben gechanged. Boah, da, wow, Tabi, mit der Session hat sich das und das und das bei mir verändert. Wow, das und das. Und ich habe mir gedacht so, okay, die Tools stimmen. Warum klappt es bei mir nicht? Nicht auf die Art und Weise, wie ich spüre, dass es möglich ist. Finde den Fehler. Warum kannst du immer wieder bei Heilern landen, die dich so aussaugen und sich alles erlauben können? Und du machst alles mit, einfach nur im Namen der Heilung, lässt du über dich drüber trampeln und dich ausnehmen. Finde den Fehler. Jetzt kommen wir auf den Post oder Screenshot zurück, den mir meine liebe Seelenschwester geschickt hat. Da wurde klar gemacht, wenn du als versteckte erste Priorität in deinem Leben hast, dass es anderen besser gehen muss als dir. Was macht das in der letzten Konsequenz? Alles, was du in Bewegung bringst, alles, was du ins Bewusstsein bringst, lässt du permanent abfließen an andere Menschen und bei dir darf nichts ankommen. Das ist ungefähr so, wie wenn du ein Kanal bist, der aber eher so von dir festgehalten wird und außerhalb von dir ist, weil du darfst ja nicht den Primärgewinn haben. Der Primärgewinn gehört ja anderen, wenn andere die Priorität eins haben. Und das kann Gott sein, es kann die Religion sein, es kann dein Partner sein, es kann deine Schwester sein, das können deine Kinder sein, das kann dein Business sein, whatever. Ja, finde den Fehler. Und da wurde mir gewahr, das ist der einzigste Punkt, an dem ich in meinen Jahrzehnten von Heilarbeit noch nicht geschraubt habe. Ich habe mir noch nicht erlaubt, dass es mir besser gehen darf als anderen. Ja? Und ich habe viel geforscht, natürlich in den letzten Wochen, Monaten extrem viel geforscht, über Narzissmus und Empathen, über Hochsensibilität, über Menschen, die eine erhöhte oder übersteigerte Wahrnehmung haben, ja, was ja auf mich zutrifft. Und ich wollte es mir einfach nochmal von anderen Perspektiven anschauen. Um dann zu merken, die Entscheidung, dass es anderen besser geht, das ist ja eigentlich ein geiles Empathen-Narzissmus-Programm. Und wenn du als Empath natürlich super fühlst, was die anderen brauchen und denen das gibst, bevor sie es selber merken oder bevor sie wütend werden können,
Ja, dann hast du quasi dein ganzes Gewahrsein wie in dein drittes Auge gelagert und da musst du alles wahrnehmen, hochsensibel alles wahrnehmen, weil nur wenn du wahrnimmst, was die anderen brauchen, bevor sie wütend sind und denen das deliverst, bist du sicher. So, das war meine Entscheidung, das war mein Programm. Und als ich entschieden habe, das zu drehen und zu sagen, jetzt komme ich zuerst. Und ich meine damit nicht rücksichtslos über andere drüber zu gehen, so boah, wie so ein, keine Ahnung, was für ein Monster oder Tier, sondern wahrzunehmen, jetzt gibt es eine Situation, jetzt gibt es einen Raum, jetzt gibt es hier gleich eine Entscheidung, was machen wir jetzt, was wollen wir jetzt, da, da, da. Und wahrzunehmen, das, was die anderen jetzt alle wollen, Urwunde wollen, ja. Gebrochener Wille, muss ich gleich husten, Sekunde. Wenn du dazu ein Video haben willst, den gebrochenen Willen zu heilen, schreib es in die Kommentare, mache ich eins. Also, wir kommen zurück zur Wahrnehmung. Ja? Was wird jetzt gerade hier im Raum gewollt? Die einen wollen in die Sauna, die anderen wollen essen, die anderen wollen einen Kontext miteinander, mit Tanzen, mit irgendwas, wo man sich noch tiefer in seiner Lust begegnet, whatever. Und dann wahrzunehmen, was es im Raum braucht, sprich, was alle anderen außer mir wollen. Das ist für mich total easy. Das spüre ich sofort. Am besten in der Reihenfolge bup, 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 ist die Majority abgeholt. Sind die meisten abgeholt. So. Aber jetzt zu sagen, Stopp, Musterwechsel, Programmwechsel. Ich habe einen anderen Programmchip gewählt, der da heißt, fühle dich selbst zuerst und spüre, was du selber brauchst. Und was passiert dann? Wenn du fast 50 Jahre gelebt hast, erst kommen die anderen, dann komme ich, entsteht eine unglaubliche Panik. Panikattacken. Mein Magen wird hart, mein ganzer Körper versteift sich. Und ich sage wieder zu mir, Tabi, was willst du gerade? Was? Auf was hast du Bock? Und das, worauf du Bock hast, hast du dafür überhaupt Energie? Wieder reinzuspüren, zu merken, ne, habe ich nicht. Ich habe Lust, aber gerade nicht die Energie. Ich habe jetzt jemandem versprochen, eine Massage, eine Körpersession zu machen, ja, um höchstes Potenzial zu fühlen und einzuladen. Und ich spüre, ich habe keine Energie. Fuck, was mache ich denn jetzt? Und jetzt habe ich gewählt, mich selbst an die erste Stelle zu setzen, ja, und hochsensible, empathische Menschen werden es total fühlen, was ich sage, was da für eine Panik losgeht, wenn das Nervensystem noch nicht rekalibriert ist. Also, was habe ich gemacht? Erstmal gespürt, gut, ich kann jetzt das, was ich versprochen habe, noch nicht geben. Kurze Nachricht an die Seelenschwester geschrieben und gesagt, ich muss mich kurz noch sortieren. Es dauert ein bisschen länger, bis ich in den Raum komme. Und dann habe ich gefühlt, was brauche ich jetzt? Und um mich zu fühlen, um mein Nervensystem zu beruhigen, weil das war erstmal dran, ja, zu merken, okay, ich habe ein Bedürfnis, das kommt jetzt vor der anderen, obwohl ich eine Verabredung habe. Ja, und früher bin ich immer über mich drüber gebügelt. Ich brauche was, scheißegal, das kann warten. Ich konnte immer warten. Und das jetzt mal zu drehen. Und was habe ich dann gemacht? Ja, ich teile es mit dir. Ich habe geatmet, getönt und im Tönen meinen inneren Raum angefangen einzunehmen und wirklich zu sagen, ich öffne mich, mich zu fühlen, meinen Raum zu fühlen. Und als ich das eine Weile gemacht habe und dann immer stärker und selbstsicherer und selbst präsenter mich gespürt habe, habe ich noch mal reingespürt. Was ist jetzt die Wahrheit? Kann ich diese Körpersession mit der Frau machen oder muss ich jetzt sagen,
ich habe die Kraft und die Energie gerade nicht. Und dann kam so aus dem Möglichkeitsraum, Schnips, was wäre, wenn du sie bittest, die Energie in den Raum hineinzugeben, und mit der Energie, die sie hineingibt, das zu empfangen, ja? Wenn ich jetzt auf der Human Design Ebene das sprechen würde, ich sagen, einfach in all meinen offenen Zentren alles zu empfangen und es mit meinem Ja wieder in Fluss zu geben. Sprich, in der Berührung, ja, in meiner Berührung, wie ich ihren Körper berühre, quasi ihre Energie durch mein Feld aufgeschwungen und potenziert und dann wieder reingegeben. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist jetzt vielleicht ein ungewöhnlicher Ansatz, habe ich so auch noch nie gemacht. Und ich habe Lust auf was Neues. Mein Nervensystem hat sich genügend entspannt, ja, durchs Atmen vorher. Ich gehe jetzt einfach mit meiner Wahrheit zu ihr hin. Und dann saß sie in meinem Massageraum, in meinem Lusttempel und sagte zu mir, du, es kam eh gerade der Impuls, als ich ihr meine Situation geschildert habe, ja, dass ich nochmal reingebe und sage, was mir das wirklich bedeutet und was das für mich kann und macht. Wenn du mich berührst und wir miteinander in die Wahrnehmung meines Seins, meiner Möglichkeiten, meiner Lusträume, wenn du mit mir da reinschwingst und ja, wir die Dinge, die Partnerschaft, whatever, ja, ins Leben rufen, den Erfolg in ihrer Berufung und das alles empfangen und verstärken. Und da habe ich gespürt in dem Moment, ich habe mich verstanden und mich empfangen und mich mit meinem Sein gegeben. Wow, das hat für mich alles gedreht, zu spüren, ich kann mich jetzt an die erste Stelle setzen, ich habe keine Angst mehr und wenn mein Nervensystem durchdreht, weiß ich genau, wie ich das Nervensystem entspannen und beruhigen kann. Und in dieser Wahrhaftigkeit, da glaubst du wohl, was da an Berührung und begegnet fließt, ist so intim, ist so pur, ist so rein, so kraftvoll. Das öffnet wirklich Räume. Die liegen jenseits von dem, was man über den Verstand kreieren kann. Und auf einmal habe ich es wirklich so tief gespürt. Ich habe meinen Frieden mit den Arschengeln gemacht. Ja, Schattenkloster. K und F waren riesige Arschengel. Programmmäßig würde ich sagen, irgendwas zwischen Narzissmus und Psychopathen. Unglaublich charismatisch, unglaublich visionär. Was so sehr auf Kosten anderer. Und weißt du, als ich die Wertung dafür rausgenommen habe, ja, ein Teil von mir hat sich gedacht, diese Arschlöcher, die gehören genauso Geth. Ja? Und es ist total menschlich, ja. Ich habe mich auch damit total genommen, das zu denken und zu fühlen. Und auf der Seelenebene habe ich gespürt, wie ihre Seelen mich angeguckt haben und gesagt, ohne Wertung, hast du es begriffen oder hast du es begriffen? Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe es begriffen. Ist nur nicht ganz mein Style. Und dann ist mir bewusst geworden, ja, was sie im Schattenkloster gemacht haben, ist, Räume zu öffnen, Räume einzuladen, Menschen einzuladen, sich zu begegnen, sich selbst zu erkennen.
Weil das bedeutet Heilung. Heilung heißt, du erkennst und lebst dich selbst und bist damit im Frieden. Und in dem Moment habe ich gespürt, dass das genau die Räume sind, die ich aufmachen möchte und die ich bereits schon für Menschen aufgemacht habe. Der tiefen Selbsterkenntnis, wo du dich so sehr erkennst, in der Tiefe, ohne Angst vor der Tiefe, ohne Angst vor den Traumata, ohne Angst vor der Intimität, ohne Angst vor dem anderen, ja, dem Außen, was ich ja in dem Moment verkörpere. Ja, wenn jemand in meinen Raum kommt, bin ich für ihn das Außen, das spiegelt. Oh Gott, ich spiegle, ich bin Reflektor und Spiegel. Und im Schattenkloster war das Spiegeln so eine echte Vernichtungstaktik. Und dann habe ich mir jahrelang gedacht, oh, ich kann das alles gar nicht anbieten, den Seelen, die zu mir finden. Das ist zu wuhu, das ist zu spiri. Ja, immer nur Schatten und Spiegeln und bah, wo ist denn da die Freude? Ja, Freude, Folge der Freude, folgt am Herzen. Was wäre, wenn das alles möglich ist, nicht in einem Raum von Narzissten, die sich einfach alles nehmen, weil sie es können, sondern in einem Raum von einem Empathen, der gelernt hat, aus den dunkelsten Schatten ins eigene Licht zu finden und absolut willig und fähig ist, anderen genauso dafür den Raum zu halten. Und wenn nichts daran Wuhu ist, wenn du in diesem Raum deiner Seele begegnest und dich selbst zutiefst erkennst und annimmst und dann aus der Tür marschierst und sagst, danke für diese Erfahrung. Weil das, was wir immer wieder machen, sind Erfahrungen. Wir sind von früh bis abends 24/7 in Erfahrungsräumen. Und du wählst, ob der Erfahrungsraum, in dem du bist, für dich der passende ist. Und wenn du merkst, scheiße, das sind nur Narzissten, Abzocker, was weiß ich nicht alles, Gurus, die sich selber feiern müssen und da auch irgendwie, wo ich immer gedacht habe, so boah, die haben aber auch ein Ego-Thema, die brauchen es ein bisschen zu sehr, dass die Leute ihnen huldigen. Und all das hat was mit mir gemacht und ich habe meinen Frieden damit gemacht und seit mein Raum ist halt ein bisschen anders. Nicht weniger wirkungsvoll. Und hey, nur weil ich empathisch bin und fühlen kann, was bei dem anderen abgeht, zumindest zu einem Menschen möglichst sehr großen Teil, ja, was nicht heißt, dass ich alles fühle, natürlich nicht, aber vielleicht mehr als die meisten anderen willig sind zu fühlen und fähig sind zu fühlen. Und es heißt nicht, wenn ein Schmerz hochkommt in dieser Wahrnehmung, wenn wir schauen, wo deine Seelenlust ist, dass das nicht wehtut und dass sich das nicht scheiße anfühlt. Ja? Nur das Scheiße von einem Narzissten und das Scheiße von einem Empathen hat einfach eine andere Ausrichtung, eine andere Ladung, eine andere Energie. Ja? Und wenn du es richtig knallhart brauchst, also so hart, dass du noch gar nicht bei dir bist, dann sind vielleicht solche Arschengel-Geschichten, Narzissten-Empathen-Programme genau das, was dich so lange antriggert, bis du sagst, jetzt reicht's. Entweder ich check aus dieser Inkarnation, weil ich es offensichtlich nicht hinkriege, also maximaler Opferalarm, oder du findest dann wirklich den Punkt und sagst, so, und jetzt reicht's. Und jetzt drücke ich hier den Reset-Button. Aber dafür darfst du erkennen, wo deine aufgebrochenen Türen oder Fenster liegen und die wieder zu schließen und deinen inneren Raum einzunehmen. Und dafür macht es Sinn, wenn du dich in deinem eigenen inneren Raum fühlst. Und ob das dann innere Kindarbeit ist oder Seelenrückholung
oder Atmen oder was auch immer, die Tools sind, die dich letztendlich wieder zu dir bringen. Ich gehe davon aus, wenn du zu mir kommst, hast du selber schon viele dieser Tools erfahren. Ich immer mehr beobachte, die Menschen, die zu mir finden und wirklich auch Bock haben, in diesen Reflektor-Spiegelraum zu gehen, dass das Menschen sind, die selber für sich sehr lange schon auf der Suche sind, sich selber zu finden. Und ich sage denen nicht, wer sie sind. Ich weiß es ja nicht. Das können sie ja nur selber wissen. Ich kann einfach helfen, das, was ich wahrnehme, fühlbar zu machen, wie zu vergrößern, wie durch ein Vergrößerungsglas, und dann kann derjenige selber hinschauen. Und ja, das sind Räume, die machen auch Schiss. Das weiß ich, weil immer wieder Leute weglaufen oder Angst haben und sich ihrem Weglaufen aber stellen. Und dann gibt es Menschen, die gehen da voll rein und initiieren sich, bezeugt durch meine Präsenz, in ihre eigene Kraft und lassen sich in ihrer Kraft und in ihren Gaben von mir zutiefst erkennen. Und in diesem Erkennen fühlen sie sich gesehen. Und durch dieses Gesehen tritt instant die Heilung ein für all die Momente, wo sie sich nicht gesehen gefühlt haben. Und das nehmen sie mit nach Hause. Mehr von sich selbst. Ja, und in diesem Sinne, das ist mein Sharing, mein größter Shift in meiner ganzen Heilerlaufbahn ist entstanden durch die Entscheidung, dass ich an der ersten Stelle sein darf und dass ich Menschen um mich herum habe, die das genauso wählen für sich, zugleich tiefst verbunden zu sein, ja, sich auch als Einheit zu erfahren und als Trennung, ja, all das gleichzeitig wahrzunehmen. Und dadurch ist mein Nervensystem geheilt und heilt immer weiter. Und ich spüre sofort, wenn ich raus auf die Straße gehe, wie ich anders in meinem Körper bewusst bin, wie ich mir meiner selbst bewusst bin. Und das ist so sexy. Es ist so schön. Und ich wünsche es dir, ich wünsche es dir so sehr von Herzen, dass du dein eigenes inneres Licht in dir für dich leuchten lässt. In dem tiefen Gewahrsein, je mehr du für dich leuchtest, nur für dich, ist deine Welt, dein Richtig, inspirierst du andere und gibst denen die Erlaubnis, es auch so zu tun. Und die Zeit, dass wir uns von anderen retten lassen, die ist echt vorbei. Wir dürfen uns selber erkennen, im Kontakt mit anderen uns selbst erkennen. Und ja, du erkennst dich in deinem eigenen stillen Kämmerlein, wenn du mit dir atmest und alles fühlst. Und dann in der Begegnung mit anderen Menschen kreierst du die Referenzerfahrung, diese neue Matrix für dich, für dein Leben. Und du wählst und du merkst, ne, andere verschwinden aus deinem Leben. Die gehen in eine andere Erfahrungsbubble. Und dir begegnen mehr und mehr von diesen Seelenmenschen, die auch ihre Nervensysteme geheilt haben und mit dem, was sie sind, da sind und im Frieden sind. Und aus dem Wahnsinn des Hasselns und Rennens und Weglaufens und Vorwärtsrennens so wirklich in die satte Verkörperung des eigenen Seins kommen. Und das ist es doch, wofür wir hier sind, das zu erfahren, oder? Also. Ich wünsche dir eine gute Reise. Und wenn du magst, reise ich ein Stück des Wegs gerne mit dir zusammen. Alles Gute, ein magisches, 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 lustvolles Jahr wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Tabitha Sukuna.